So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dead by Daylight. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mal wieder Stadtprobleme gehabt und es hat gehangen und geleckt und gebuggt und geruckelt und was weiß ich was. Ja, die Nase juckt auch schon wieder, geil. Ja, jetzt haben wir den genauso ausgestattet wie das letzte Mal. Also die Ausstattung bleiben einfach drin, wenn man nicht mit der Person weiterspielt. Also, ja, aber wir spielen schon so lange bei Daylight. Das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Herr hier spielen lässt. Und ja, da werden wir mal sehen, wie weit man komme. Also ich möchte natürlich immer das Beste erreichen, wir überleben. Wir haben übrigens so eine Tagesaufgabe, dass wir entkommen müssen natürlich und ein neues Objekt sammeln. Also, keine Ahnung, Taschenlampe oder irgendwas in der Truhe finden und dann damit abhauen. Das können wir mal versuchen. Aber Hauptaufgabe ist natürlich, einfach überleben. Je nachdem, wie stark der Killer ist. Wenn es so nur auf 15 Killer ist, kann man uns das vielleicht erlauben, dass man auch schnell irgendwo hinrenne und uns eine Packung Beefy oder was holen. Aus der Truhe. Aus der fetten Kühltruhe. So. Wenn es denn jetzt mal geladen hat. Wenn es dann jetzt mal geladen hat. Dann können wir auch starten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das Thompson-Haus. Coltrane-Farm. Oh, nicht schlecht. Oh toll, ich bin heimgesucht. Ich bin mal gespannt, welcher Killer. Ich weiß, das ist ein Generator. Ich möchte nämlich gleich dahin rein. Da hinten. Wir gehen zu dem. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so auf dem Präsentierteller. Na toll. Na toll, das hat mir gerade noch gefehlt. Wo ist er? Der ist ja nicht bei mir, oder? Da hinten, oh Gott sei Dank. Der Diabolik 3 schon erreicht, Alter. Oh, ich habe ja einen Werkzeugkasten, soll ich vielleicht verwenden. Alter. Einmal. Ist er da? Das ist vielleicht nicht nah genug. Okay. Der Wandler, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich glaube, wir machen jetzt noch eine lockere Runde. Anscheinend nicht. Nicht gesehen, aber ich weiß, dass er hier ist. Oh, tschüss. Ja, er ist definitiv hinter mir her. Alter. Scheiß Michael Myers. Komm schon. Ah, fuck. Alter. Der hat... Doch, ich glaube, der weiß, was er tut. Ugh.
Tschüss. Ich glaube, der erste Punkt von der Aufgabe wird schon schwierig zu werden. Überleben. Ja, heil mich. Oh nein, das ist ja wohl ein Witz. Was? Was soll das? Blöder Penner ist mir extra zurückgekommen, dich zu retten. Stirbst du einfach. Kann ja nicht sein. Alter, ich dachte schon, der hätte jetzt einen Killer im Schlepptau. Das wäre es gewesen. Okay, danke. Oh, Alter. So viel Stress am Morgen. Ich glaub's nicht. Ich möchte auch wenigstens meinen Generator fertig machen können. Der war schon so weit. Sehr schön. Oder weiß ich mal, wo er jetzt hingehen wird. Gut, einen Toten weniger, was man theoretisch verfluchen könnte am Ende der Runde. Weiß man ja nie. Eins hat auf jeden Fall, denke ich, sonst ist diese Uhr da. Ist rot. Ah, toll. Tschüss. Nein. Die rettende Plan. Oh ja, ich renne mal zu dem. Ja, klebt mir auf jeden Fall am Arsch. Oh, die Strecke ist zu lang. Geht aber wahrscheinlich. Oh, fuck you, Alter. Was soll denn der Scheiß? Oh, ich dachte, der killt mich jetzt. Hätten einfach schlagen können. Oh nein! Mann, das ist so weit. Oh nein, jetzt müssen wir schon kämpfen. Ja, das ist ja lustig. Ja, die Tastatur hämmert. Der drin macht ja schon einen Generator weiter, der da hinten auch, ihr seid richtig nette Leute. Lasst euch Zeit. Müsst euch doch wegen mir nicht hetzen. Ich hänge hier nur. Gut, der ist auf jeden Fall beim anderen. Danke. Muss ich gleich heilen. So. Letzte Chance für mich.
Ernsthaft? Hat er mich nicht gesehen? Oh. Oh nice, Glück gehabt. Alter. Machen wir den schnell fertig. Boah, war das knapp. Oh nein. Ich glaube, ich soll mich mal daran machen, die Luke zu suchen. Und ich renne zu unserem Kollegen. Ich kriege den noch. Was ist das da hinten? Ah, fuck you, Alter. Hast du dich nicht irgendwie erholen können? Das schaffe ich niemals so weit. It's too late. Fuck you, Alter. Lass mich doch wenigstens meinen Kollegen retten. Oh, keine Chance. Das war's. War schön mit euch. Mann. Ah, fuck, warum ist hier auch ein Haken? Alter, gibt's doch nicht. Tja, das war's. Also der Killer ist gut, muss man sagen. Der weiß, was er tut. Aber hey, es gab 100%. Das haben wir aus 100% rausgeholt. Das ist traurig. Bringen gleich einen Terrorradius. Mit Deutlichkeit die Radbeumstange. Aha. Okay, wir waren noch nicht gerade so die hellsten. Die hellsten Köpfe. Jo. Ich hatte gerade Nasenjung, deswegen. Ja. Wir haben tatsächlich alle Überlebenden durchgespielt. Und alle Killer durchgespielt. Es war ein langer Prozess, bis wir soweit waren. Wir haben lange gebraucht. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ich weiß, es kommt irgendwann nächstes Mal DLCs und sowas, wie ich das mit DLCs handhaben werde. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall bedanke ich mich bei den fleißigen Zuschauern, die sich jede Folge angeschaut haben oder ein paar Folgen oder so. Ja, wie es jetzt weitergeht, jetzt werden jetzt Tests kommen, aber das werdet ihr dann sehen, was genau ich darunter verstehe. Und ja, das war's vorerst mit Dead by Daylight. Es wird auf jeden Fall weitergehen, da bin ich mir fast sicher. Aber wann, das kann ich euch nicht sagen. Und deswegen, man sieht sich in anderen Spielen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, ciao.